Endlich kommt mein Langschiff wieder zum Einsatz. Es schmerzt mich anzusehen, wie es stand. Eivor, die Kunde von deinen Taten in Theodford hat sich verbreitet wie ein Laub. Männer aus ganz East Anglia strömen herbei und unsere Schiffe sind bereit. Theodfords Greve ist mit uns. Seine Leute werden bald hier sein. Mehr als seine. Das Horn aus Kuningsrast hat Männer aus dem ganzen Reich angelockt. Wir bekommen das Heer, das wir brauchen. Anscheinend hat Oswald schließlich doch bekommen, was er wollte. Sachsen und Dänen vereint für dieselbe Sache. Eine Schande, dass er es nicht mehr sehen kann. Die Streitmacht ist bald bereit. Bist du bereit für den Angriff? Das bin ich. Castel Buch ist unser Ziel. Man sagt, es wäre uneinnehmbar. Gut. Sollen die sich in falscher Sicherheit wiegen? Im Schutz der Nacht wird Valdis die Fürth zum Haupttor führen. Sobald Rüdsmänner abgelenkt sind, greifen die anderen vom Wasser aus das Seetor in ihrem Rücken an. Und sobald wir drin sind, lassen wir kein Tor verschlossen. Rüdsmänner dürfen sich nicht verschanzen. Dein Langschiff, ist es bereit? Es wartet auf seinen besonderen Ruhm. Sie brauchen ein Wort von dir. Diese Lande, die ihr eure Heimat nennt, stehen kurz vor dem Untergang. Verbrannt und geplündert durch Rüds Clan, gezeichnet von endlosen Kriegen. Doch heute kämpfen wir für sie. Heute holen wir sie uns zurück. Und morgen bauen wir sie wieder auf. Für East Anglia. Für East Anglia. Für East Anglia. Heute ist der große Tag. Heute befreien wir East Anglia von Rüds Clan. Ein für alle Mal. Erinnerst du dich an meinen Traum? Du segeltest durch Helheim auf einem brennenden Schiff. Jetzt könnte er wahr werden. Träume, Leben. Vielleicht sind sie ja ein und dasselbe. Das flammende Seeos gegen einen Wald aus Speer. Der Beschützer in der Brandung brennt, um meinen Ruhm zu ehren. Macht euch bereit. Die Scheißkerle werden uns kommen sehen. Stop, Männer!
euch fest! Bereit zum Aufprall! Festhalten! Jetzt! Sächsischen Hurensohn! Wenn du dieses Schwein willst, dann komm und hol es dir! Komm zurück, Feigling!
der dieses Land zwei Sommerland ausgeblutet hat! Fliehe! Solange das Mitleid meine Klinge zurückhält! Nicht, bis ich mir alles geholt habe, was diese Ufer bieten! Ist ein Glück, kommt zu einem König und du wirst es nicht sein! Dieser erbärmliche Wurm ist nicht fertig! Du bist blind, wenn du an seiner Seite stehst! Trotz allem wird nur die kalte Dunkelheit von Helheim auf dich warten. Valhall ist mein Schicksal. Jedoch nicht heute. Noch nicht heute! Danke. Du verbindest dich mit diesen Nichtsnutzen, diesen verweichlichten Schweinen? Wofür? Für ein bisschen Land und ein Friedensversprechen? Eivor, nein! Er wird vor Gott gerichtet, von einer ordentlichen Versammlung. Meine Herrschaft wird nicht mit unnötigem Blutvergießen beginnen. Wie ein zänkisches Weib. Er muss sterben für das Unheil, das er angerichtet hat. Die Gesetze sind eindeutig. Dies sind Oswalds Lande. Wie er herrscht, ist seine Entscheidung. Beugt Eivor das Haupt vor Königen? Dem König zu trotzen würde ihn beschämen. East Engler kommt nur auf die Beine, ist seine Ehre unversehrt. Und was ist mit deiner Ehre? Wie viel bist du gewillt zu verlieren? Der rechtmäßige König von East Engler hat heute dein Leben verschont. Und so soll es sein. Mitgefühl ist eine Tugend, die jeden ziert, Eivor. Sogar dich. Ich danke dir. Ich sollte mit Oswald sprechen und sehen, wie es ihm geht. Danke, dass du an mich geglaubt hast, Eivor. Ich kenne den Wert einer solchen Geste. All das ist wie ein Traum. Aber du schläfst nicht. Gut gekämpft, sehr gut, ihr beide. Du bist auch hier, alter Freund? Hätte ich gewusst, dass du noch lebst, wäre ich in Norwich geblieben. Seht euch um. Eine glückliche Fügung und ein ruhmreicher Sieg. Und bald wird noch Großartigeres geschehen. Unsere Hochzeit, meine Liebe. Wenn du mich noch willst, natürlich. Wieso sollte ich dich nicht wollen? Ich kämpfte schlecht. Ich schmolz unter der Hitze und Wut dieses Rohlings. Und niemals... Oswald, halt ein! Du hast gekämpft, mit Herz und mit Seele. Das ist alles, was du je tun musst. Dann komm. Wir haben viel vorzubereiten. Eine Braut und ein Königreich erwarten ihn. Was würden einige Männer nicht dafür geben? Zahllose Männer sind dafür gestorben. Und du, Finn? Bist du eifersüchtig? Kaum. Mein Herz brennt, aber mein Körper schmerzt. Ich sehne mich nur nach einem langen Nickerchen. Da hinten sah ich einen Heuhaufen. Später, Eivor. Erst kümmere ich mich um die Verwundeten. Dann sehen wir uns bei der Hochzeit. Ja, das werden wir. Ich sollte zurück nach Elmenham. Oswalds Hochzeit wird bald beginnen. Ich fälle Hofru.